Vielen Dank. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und über dieses Thema zu sprechen. Ich habe etwas vorbereitet, einen Plan, um durch dieses Thema durchzugehen. Es geht um das Mir und darüber, ein Produkt für die Konsumenten unter CC-Lizenz zu haben und wie das Ganze gescheitert ist. Und wir haben versucht, das Ganze zum Laufen zu bringen. Und das Ganze ging dann so. Ich schaue jetzt hier ein Beispiel, also einmal, wie das mein Hintergrund ist. Was hat Marty jetzt eigentlich mit Open Source und dem Teil in der Gemeinschaft zu tun? Und danach kommt dann das neue Thema, die Geschichte von mir. Das, was nicht geplant war, und deswegen spreche ich erstmal über Metamate, die Herausforderung und natürlich gibt es die Probleme mit der Lizenz und es gibt das, die Probleme mit einem neuen Produkt, mit einem neuen Verteilungskonzept, mit einem neuen Managementproblem. In dezentralem Management. Falls jemand eine Frage hat bezüglich Sprache oder dann könnt ihr einfach euch melden und ich habe auch noch ein paar Zusatzslides am Ende über mich selber. Ich bin in South Brasilien aufgewachsen, ich habe Management studiert und ich habe für eine internationale Training mich beworben. Ich bin nach Hamburg gekommen vor 5 Jahren. In den ersten 6 bis 7 Wochen nach einiger Zeit das erste Patent. Warum ich das erzähle? Nach 5 Jahren hatte ich 5 Patente, unter anderem Tesa Power Strips. Da hatte ich einige Patente und ich hatte dann ein Team von Rechtsanwälten, die für das Patent gekämpft haben, um das Copyright zu verlängern. Ich habe auch eine Webseite für sie gemacht, um eine Informationsseite zu haben, um eine neue Art von Kommunikation in 1994 zu schaffen. Dann habe ich aufgehört und bin für 10 Jahre gereist und die Bilder zeigen, dass ich halt einen nomadischen Lebensstil hatte. Ich war in Brasilien und ich habe digitale Inklusion gemacht. Es war eine Art Sabbatical. Der Junge mit dem längeren Haar rechts ist mein Sohn. Und so weit über mich. Aber auf dieser Reise habe ich angefangen, Mate in Brasilien zu machen. Und die Geschichte hinter der Mate ist, und ich habe ein Theaterstück geschrieben und über die Geschichte von Mate. Und wenn ich zurück nach Deutschland kam, habe ich mich entscheiden müssen, was ich tun würde. Und das war ein Start für Metamate. Und ich wollte etwas machen, das mit meiner Kultur zu tun hat. Viele Leute haben ein Foto gesehen von einem Mate-Glas. Das ist eine Monokultur. Und also das ist eine Monokultur, die zu 3 Familien gehört. Und in Brasilien, es gibt 25 Meter großen Bäume. Das ist eine komplett unterschiedliche Qualität. Überall wild in dem Wald. Und das war das erste Mal, dass ich ein rechtes Mate-Baum gesehen habe und wie man das per Hand macht. Ein bisschen Geschichte über den Mate. Das wird normalerweise in einem Kalpassi getrunken und sie sitzen rund um den Feuer und das Mate wird einfach geteilt. Es gibt diesen es ist meins Konzept. Es ist alles, es gehört alles allem. Es ist alles gemeinsam. Sie haben keine Hierarchie.
jeder ist auf die gleiche Ebene. Und da, wo sie das Materielles teilen, teilen sie auch das Immaterielles, und das fordert so eine Kommunikation. Und ich sehe die Sachen anders, und wir trinken das, damit wir besser kommunizieren können, und das kommt von einer sehr alten Tradition von Teilen und miteinander sein. Und als ich in Berlin war in 2010, das war sehr schön, die zu trennen und nun die Leute sehen, die Mate getrunken haben, verschiedene Sorten, und das war super, und ja. Und es gab eine Meeting, und wir hatten verschiedene Get-Together, also so, ja, gemeinsam seins. Und von dem Marketing, ich habe mal geguckt mit Food Engineering, und wir haben verschiedene Mathe-Sorten und so weiter probiert, um zu wissen, Koffein, Theobromin, und ja, wir haben ein bisschen Forschung darüber gemacht. Wir haben verschiedene Limonaden und was die machen. Also das sind Beispiele, und wir haben Rezepte gemacht für 30 verschiedene Extrakte mit verschiedenen Säfte, und wir sind bereit, einen Getränke zu starten, oder wir waren bereit, und wir waren so weit, und das sind die verschiedenen Forschungsergebnisse, und dann haben wir nochmal einen Wiederwaldung des dort. In Brasilien, also das ist das erste Mal in Permakultur mit Mate, wo man das Original, wenn man das natürliche Baum, um den Mate zu holen. Also derzeit, das kommt von der Eukalyptus, und das ist in Südamerika, ist Eukalyptus ist eine Katastrophe. Es ändert die die Leute von außerhalb der Städte gehen zum Staat, das ist ein Exodus. Und das ist ein lokales Desaster. Und wir versuchen, etwas dagegen zu machen. Und als wir das probiert haben und als wir darüber reden oder die verschiedenen selber gemachte Geräte, um Mate zu trinken, wir haben etwas gemacht, das wir jetzt immer noch machen, Mate Absinth und Mate Schokolade. Wir haben Kosmetika mit Mate, also Mate Honig, verschiedene Sachen. Und Mate ist ein Liquid, Flüssigkeit in der Seabase. Wir werden ein paar Tests haben. Liege ich richtig? Simon Subers ist auch da. Wir erstellen verschiedene Sachen, und dann kam die Geschichte von mir, wovon wir hier reden wollen. Es war ein super Moment, dass in unserem Space, es gab diesen Parent Meeting für die Kampagne in Berlin, und wir haben Spaß gehabt, und irgendwann mal spät kam ziemlich viel Mathe, ziemlich viel Bier und ein Malte, der bei mir ist, und hey, was ist perfekt? Wir brauchen Bier, wir brauchen Mate, und wir sollten das mir kaufen. Also in der K waren wir, und wir schmeißen einen Tweet, und wer kann das machen? Und zwei Wochen später, wir waren in einer Brauerei, und wir haben das gemacht. Und jetzt, wir wollen jetzt ein Video zeigen. Als wir das gemacht haben, und also jetzt kurze Information, das war nicht nur ein Bier, es war ein Piratenbier, und jetzt müssen wir uns unterscheiden, wir müssen das anders machen, wir machen das unter Creative Commons. Unsere Finanzen machen wir online, und wir machen das in einem Part, wir nutzen Crowdfunding, und wir klären und wir diskutieren, wie das gemacht wird, alles in der Öffentlichkeit. Und wir müssen über den Geschmack diskutieren, und ein anderer Freund, warum macht ihr keinen QR-Code? Und es gab dieses Problem, wenn jeder, der wählt,
Es muss anonym sein, aber wenn man keinen Namen hat, warum, also wie kontrolliert man, dass jeder nur einmal gewählt hat? Und deswegen haben wir auf jede Flasche hat eine eigene QR-Code für every verschiedene Flasche. Und das ist dann Liquid Democracy. Und damit die Leute abstimmen können, was die Geschmacksrichtung sein soll, was mit dem Geld gemacht werden soll. Und wir haben das entwickelt und wir haben auch die Kampagne gemacht gleichzeitig. Und das wurde gestartet und zusammen, das wurde direkt nach der Berliner Elektion, Wahlkampf. Und das war die erste Piratenparty nach dem Wahl. Und deswegen ist es mir die Pirate Cave Beer mit dem QR-Code kommt man auf so eine Seite. Das ist ein Liquid Democracy und man könnte sagen, wie ich mehr Gas, weniger, also Kohlensäure, mehr oder weniger Geschmack oder Matte oder Farbe oder Alkohol. Und das war sehr einfach zu verstehen und die Leute haben richtig Spaß gehabt dabei, das auszuwerten, und wir haben es offen gelassen für verschiedene Fragen. Sollten wir alle Banken nationalisieren oder sollten wir unseren Truppen aus Afghanistan nehmen? Und die Leute haben die Plattform dafür benutzt mit Bier, um, als wir einfach das Bier probieren wollten. Und wir haben jetzt eine große Überraschung, weil wir haben das, also eine Zeitung aus Berlin hat was darüber gemacht und sehr viele Leute haben darüber geredet und kleine Sachen für Touristen, und die Biermagazine haben auch noch darüber gesprochen und Zeitungen in Brasilien haben darüber gemacht und in Deutschland haben darüber berichtet. Und wir waren völlig überrascht. Wir haben das gar nicht überrascht. Und da war ziemlich viel Presse-Echo. Und in Deutschland und auch in andere Orte. Und ja, es gab sehr viel Verbindung zwischen Bier, Piraten, Mathe. Und es hat einen sehr starken Kern, um ein Gefühl dafür zu geben. Also es sieht so aus. Es gibt eine Schleife in der Präsentation. Ah, jetzt. So, da kommt ein Video. Das ist die Morgensendung im ZDF, eines der Hauptkanäle im deutschen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob der Sound funktioniert. Es ist auf Deutsch. Und ich hoffe, ein neues Bier. Mir eine Mischung aus Mate und Bier. Die grüne Pflanze wird gerne als Limo getrunken. Wenn man lang feiern will, dann hat man eine gesunde Alternative, dass man lange feiern kann. So sieht übrigens der Original Mate Tee aus. In der Originalversion gibt es einen QR-Code, mit dem man über das Internet abstimmen kann. Viel mehr Mate-Geschmack sollte man nicht drin machen, sonst passt das nicht mehr. Mich hat das total überrascht. Einzige Herausforderung, Etiketten kleben. Da hilft auch kein Grünzeugs. Also, es war ein sehr großes Medienecho. Und wir haben sehr viele Bestellungen bekommen und große Pläne. Und wir sind zusammengekommen und haben eine Firma gegründet. Und wir haben uns gefragt, was ist passiert? Was ist jetzt eigentlich los? Es war eigentlich nicht so geplant. Es war mehr so eine Spaßsache. Und der zentrale Punkt war eine dezentrale Produktion. Und die Werbeagenturen meinten, mach eigentlich lieber den Rücktritt zur lokalen Brauerei. Stellt euch mal vor, McDonald's würde kein Standard folgen, sondern in jeder Stadt eine lokale Spezialität anbieten. Und darum haben wir angefangen, Rezepte zu entwerfen und sie online zu stellen. Und gleichzeitig gab es in Berlin eine Bierkonferenz.
Es war wirklich sehr Spaß und neue Geschmäcker zu entwickeln und Leute haben dann die Sticker raufgemacht. Und dann haben wir eine Speaker-Corner gemacht, um Liquid Democracy zu machen. Aber dann haben sich die Dinge geändert. Dieser Gentleman dort, diese Person von Hamburg, die Lizenzen für Bier kauft, und er hat uns besucht und er hat eine Verabredung mit uns getroffen. Und er hat mit uns über mir gesprochen und was alles schiefgelaufen ist. Und es ist eine Erfolgsstory gemischt mit Niederlagen. Und dieser Mann hat schon in der Bierindustrie sehr lange gearbeitet und er hat sehr viel Erfahrung. Er ist relativ nett und er ist gekommen und er wollte unser Bier brauen und wir waren damit einverstanden. Und wir haben ihm die Mate gesendet, wir haben die Mate ihm verkauft und er hat sich entschieden, das in Belgien zu machen. Und als das Bier in die Berliner Biermeile kam, waren wir übersetzt, dass das nicht der Geschmack und nicht das Rezept war, das wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Es hat einige Monate gedauert, das Ganze zu verändern, aber die Brauerei hat gesagt, das Ganze ist ein schwaches Bier, im Laufe der Zeit verändert sich das Ganze. Und dann müsste man eigentlich das Label verändern. Ja, da hat vergessen, die Etiketten zu ändern. Und es gibt diese ganzen Sachen, und der hat nicht verstanden. Der hat die Lizenz falsch verstanden. Das ist, was ich unterschreiben musste. Und ich war sehr der Vertrag, das sie haben wollten, das wäre nur für sie. Das wäre ein Exklusivitätsvertrag. Und wir haben der Only weggemacht und dann zurückgeschickt. Also ihr könnt machen, aber es gibt keine Exklusivität. Und das war bis zum letzten Tag, das war schwierig, die hatten Schwierigkeiten zu verstehen, diesen Produkt, dass jeder mit sich mit anderen teilt. Also die Art und Weise, wie man das fühlt. Und sie wollten eigentlich die Lizenz kaufen und dann das alleinige produzieren. Aber er verstand, dass wir das anders machen wollten. Deswegen wir haben weitergemacht und wir haben ich muss sagen, vielen Dank an Premium Cola. Ihr habt uns sehr, sehr gute Meinungen gegeben und Informationen gegeben, wie wir das machen sollen. Und wir haben jetzt einen Handler gefunden in Bayern, der wollte ein Bier machen und das war Rabe. Rabe. Und sein Brauerei war auch Rabe. Und diese zwei Raben zusammen haben sie diesen Bier gemacht, deswegen ist ein Rabe drauf. Und das war eine sehr interessante, traditionelle Familie von Brauern. Und da war schon wieder das Problem mit Lizenzen. Man kann nicht brauen irgendwas in Deutschland, das irgendwas anderes enthält. Das gibt diesen Reinheitsgebot. Und diesen Reinheitsgebot ist 500 Jahre alt. Also die ist sehr, sehr alt. Und die ist... Also das hat ein Problem mit der Lizenz gemacht und wir produzieren dieses Bier oder dieses Bier, aber man kann nicht schreiben, dass es eine Produktion ist. War auch die Rezept, auch wenn der Rezept Sachen draufsteht, wir hatten die Flasche ändern. Also es war geschrieben 80% Mehl. 80% Bier und 20% Mate, das ist ein Mixgetränke. Ansonsten hat man ein Problem mit der Reinheitsgebot. Und wenn ich Danke sage, es gibt andere Leute, die ziemlich interessant sind. Es gibt dieses Buch namens Acker Brause, der genau das alles erklärt. Ist insbesondere über Premium Cola, ein Kollektiv, der versucht, die Ökonomie durch Getränke zu hacken. Und die versuchen, die Ökonomie zu ändern durch Softdrink. Und das ist sehr, sehr spezial. Das zum Beispiel ist der Premium Cola.
Oder die machen, sie haben geholfen mit Flora-Bau und starten, sie haben Liedmatte mitgeholfen zu starten und sie haben auch versucht, andere Menschen zu helfen in diesen Spirit, also in diesen mit diesem Open Source Gedanke. Weil die Freunde, die Fans, die das nicht kennen, also die Geschichte kam auch mit Clubmatte. Also wir haben auch probiert, das zu machen mit dieser Familie aus Süddeutschland. Und was ist dann passiert mit mir und was ist schiefgegangen? Ich würde ein bisschen mehr über die Lizenz reden, aber ich möchte nicht sagen, dass es gefehlt hat wegen Lizenz, sondern es gab Sachen, die kompliziert waren. Das Produkt selber, auf jede Flasche sollte unterschiedlich sein. Es gibt zum Beispiel in Seabase es gibt 2 bis 3 verschiedene Geschmack von Bier und wir haben Leute, die im Seabase waren und die haben einen One starke für sich und eine weiche, nicht so starke für seinen Freund und diese Pluralität ist völlig okay und normal. Aber in einem normalen Laden ist es sehr schwierig zu verstehen, dass es gibt neue Produkte mit verschiedenen Geschmacken aus verschiedenen Orten kommt. Und das war das Problem mit dem Produkt und nicht nur mit der Flasche. Uwe Lumanowan von Prium Cola sagt, um eine erfolgreiche Getränke ist es mehr wichtiger, es ist mehr die Wissenschaft der Flasche als von der Getränke. In diesem Fall, er konnte das nicht so machen. Er konnte die Flaschen nicht unbedingt haben, die wir wollten und deswegen musste er. Also der hat eine besondere Flasche, das ist ein 03er, aber mit einem größeren Hals, damit es die richtige Höhe hat. Und wir hatten eine Sondermaschine und wir haben die eingepackt. Und dann, was ist dann passiert? Jede Flasche hat ein Problem, wenn es eine neue Flasche gibt. Es ist ein Standard-Logistik-Problem. Wenn du ein Bier verkaufst in einem Laden, er will nicht nur eine Box für diese eine Sorte von Flasche. Und deswegen gibt es Schwierigkeiten für ein neues Produkt, wenn man kennt den Produkt nicht und man geht voran und man macht Fehlern. Also es ist nicht wie Cola oder Fritz Cola in Deutschland. Wir haben keine Werbung gemacht. Wir haben Leute. Sponsoring. Ja, wir haben Sponsoring gemacht, mehr oder weniger. Aber wir haben keine Marketing oder wir haben nicht richtig ein Produkt nach vorne gebracht. Wir sind einfach in den Clubs gegangen, wo die Mathe verkaufen, wo sie auch andere innovative Produkte und dann haben sie, wir haben gesagt, hey, also damit man überhaupt dort verkaufen kann, 5 oder 20.000 Euro im Jahr und das ist nicht, was wir wollten. Und dritte Sache. Die Reinheitsgebot. Das ist nicht nur Deutschland, sondern EU. Als wir darüber gesprochen haben, jemand hat mich angerufen und hey, meine Mama hat dich in der Zeitung gesehen, wie geht's? Und mein Vater ist irgendwo und will das produzieren. Und der hat 7.000 Euro mir investiert und es war in Brasil. Ich bin dorthin geflogen, wir haben uns getroffen, wir haben das getestet und wir haben eine separate Liquid Democracy gemacht für Brasil und verschiedene Geschmacke und der hat sich entschieden, was zu produzieren und wir waren zu einer mittelgroßen Brauerei und sie haben den Erlaubnis nicht gegeben. Es gab kein Erlaubnis und das war's. Es gab jemanden, der auch ein Mathebier hatte und der hat dann einen Anruf und der sagt, hey, ich habe ein Patent auf Mathebier, du kannst es nicht produzieren. Also ich habe selber ein bisschen Patenterfahrung und ich weiß, dass man das nicht patentieren kann. Ich kenne Patente. Man kann den Prozess oder eine besondere Art und Weise patentieren, aber nicht so generisch. Und deswegen habe ich einfach, wir haben einfach weitergemacht und wir haben einfach weiter registriert. Und ich bin dann nach zum Regierungs und die haben gesagt, nee, das geht nicht. Ihr könnt kein Mathebier produzieren, ihr könnt das nicht mixen. Und dann habe ich gefragt, warum der das machen darf. Oh, das war ein Fehler. Er dürfte das auch nicht machen. Er sollte das nicht machen.
Und das war in Brasilien und das war ein Punkt, wo wir nicht weitergekommen sind. Und ähnlich haben wir immer Produktion in Berlin am Laufen. Und vielleicht für die 500 Jahre Reinheitsgebot oder irgendwas anderes, unser Brauerei wird eine Sondergenehmigung, um Mathebier zu produzieren zu können. Und vielleicht funktioniert das, aber dann, wenn man so eine Genehmigung braucht, dann kommen Sonderkontrollen. Und das hat wirklich lange gedauert, Monate, herauszufinden, warum es nicht produziert wird. Wir haben zuerst gelernt von seinem Praktikant. Sein Praktikant hat uns gesagt, dass wir das nicht produzieren können. Und das war die Geschichte für die CC-Lizenz. Und offen und teilen, und wir haben da eine Blockade, dass wir das nicht produzieren können. Also nicht so einfach, wie wir dachten. So, das war die Geschichte. Also dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und ich kann nicht kämpfen, und ich habe dann einfach gesagt, okay, wir gehen zurück zu meinem Arbeit, dass ich Mathematik mag und nicht... Und ich wollte das nicht unbedingt in eine Zentralproduktion massenproduzierte Ding. Ich wollte auch, dass es die Leute unterstützt, so fair sein. Und das war eine Zeit, wo wir uns vorbereitet haben für die WM. Für die WM in Brasil. Und wir haben neue Etiketten gemacht, und das ist ein Brasilienbier, und das ist, ich bin Brasilianer, und das sind, es, wir, und jetzt kommen wir mit diesem Mathebier, und das wurde komplett verboten. Es war nicht mehr erlaubt, einfach. So, wie ist es jetzt? Also, und das ist mehr oder, dieses Bild ist mehr oder weniger die Geschichte. Das sind die verschiedene von Orte, Belgien, Bayern, Brasilien Flaschen, manche aus Tschechei. Und das war ein sehr schöner Start. Und das hat ein bisschen die Geschichte gemacht. Und wir gehen immer Touristen, die sagen, hey, wir wollen das. Die gehen im Hackerspace oder manchmal die Hackerspaces oder die Universitäten wollen das. Und ein Festival hat uns gefragt, hey, wir hätten gerne 20 Boxen, 20 Kisten. Ja, sorry, können wir nicht machen. Und also das ist etwas, also ich kann nicht meine Zeit damit verschwenden. Die Mathe-Geschichte ist wichtiger. Und mir ist für derzeit nur Geschichte, aber es gibt andere Sachen, die passieren. Zum Beispiel, es gibt eine Brauerei in Chai, und sie haben einfach gefragt, wie sie das machen. Und sie haben deren eigene Label gemacht, also deren eigene Etikette. Sie haben einen anderen Namen. Also für den wir das anders. Also in Pilsen, mir wäre Pisse in Russisch, und sie wollen das nicht irgendwie haben. Sie wollen kein Produkt mit einem russischen Namen. Und sie haben eine andere Sorte von Yabamate genutzt, und dann haben sie alles geändert, und die sagen, hey, also ich hoffe, du hast kein Problem damit. Also von der Original mir, der Name und Rezept und so weiter, es gibt davon nichts mehr, und sie waren trotzdem sehr fair mit uns unterwegs. Und ich hoffe, dass andere Leute davon inspiriert werden. Und sie haben da geschrieben, und die haben den CC. Sie haben den CC drauf gemacht. Also sie haben einen CC. Creative Commons. Sieht man auf die Etikette recht oben. Also das ist ziemlich kompliziert. Aber diese Leute sind weitergegangen, und wir haben mit dem 2 Jahre gearbeitet, das ist eine Brauerei. Und sie haben dann verstanden, und sie mochten unsere Etiketten. Deswegen haben sie deren Etiketten gemacht. Diese schöne Schmetterlingsflasche mit Hopf und Matheblätter. Und ich mag das sehr. Und dann haben wir den genommen, und dann haben wir den in Berlin gepackt. Und die Leute mochten das, und sie haben dann wir haben dann Sponsoring genommen, damit wir ein bisschen produzieren können. Und das war das Ding mit dem Creative Commons. Und das könnte funktionieren auch für normale Produkte, weil jeder hilft sich, jeder hilft jeder andere. Und
Das ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Sie machen weiter. Sie haben jetzt 3 verschiedene Sorten. Jede Flasche ist bedruckt und das ist Frischmatte-Bier und sie haben eine lokale Produktion. Sie verkaufen das in Pilsen, in Restaurants und so weiter. Und es gibt eine andere Brauerei in Santa Maria, es gibt in Porto Alegre und es gibt ein paar Leute, die coole Sachen machen. Und es gibt auch jemanden, der verkauft, der Bieringrediente, Zutaten schickt. Und der schickt einfach einen Kit, um sein eigenes Bier zu machen. Und man hat, und da war alles, um 20 Liter Bier zu machen. Also, es ist noch nicht komplett tot. Es ist immer noch da in seltsamen Wegen. Aber es ist nicht, was nicht reicht, um mich mit dem Projekt weitermachen lassen zu können. Die letzte Folie ist on mir. Also das sind 10 verschiedene Arten von mir. Also jetzt nicht Matebier in Brasilien, aber ich habe nichts mit alle denen zu tun. Und eine davon macht eine Werbung wie diese. Das ist der Hauptproduzent in den Vereinigten Staaten, in den USA und die beliefern eben auch Brasilien. Und man sieht, es ist nicht wirklich weg, es wird noch produziert. Ich sage nicht, dass das durch uns inspiriert wurde, aber es ist das Produkt, das wir in Belgien hatten. Es ist irgendwie nett, aber es ist... Und die Regierung von Brasilien erlaubt es nun. Es ist also okay, Matebier zu haben. Also, von den Niederlagen, die wir haben und den... ich bin halt zurück zu meiner Arbeit gegangen und ich bin dabei, mein nächstes Projekt zu machen. Wir machen ein Mate... Gott? Biomate. Und wir haben sehr günstige Mate. Und wir wollen in den Massenmarkt gehen damit. Und das sind 2500 Kilo, die geliefert werden. Die ersten 5 Paletten kommen jetzt. Und wir haben verschiedene Shops, verschiedene Läden, die das verkaufen werden in Berlin. Also aus dieser Erfahrung von mir, also diese Mir-Erfahrung, ja, würden wir irgendwas anderes machen. Ich weiß nicht, ob ich das CC machen würde. Also einfach, wir können darüber diskutieren oder morgen. In La Quadrature du Camp. Morgens wird es eine Session darüber, wie man hackt Misses und ob wir diese CC-Ansatz an andere Produkte nutzen können. Und jetzt, und ich bin, es tut mir sehr, sehr leid, es tut mir sehr leid, dass dass das Ganze nicht so unbedingt sehr schön ausgesehen hat, aber ich bin Mathe-Hacker und kein Designer. Und jetzt die Fragen. Okay, vielen Dank für soweit. Falls jemand von euch eine Frage hat hier, bitte kommt zu dem Mikrofon, sodass jeder hören kann. Als ihr daran gearbeitet habt, hattet ihr Rechtsanwälte, ein Team von Anwälten. Als ihr mit mir angefangen habt, wir kannten einige Leute von New Thinking, von Faraway. Und aufgrund der CC-License hatten wir keine legale Basis, um dafür zu kämpfen. Und die Leute haben mir dann angeboten, das Ganze neu zu engineieren, falls jemand die Lizenz nutzt. Aber ich hatte halt keine Rechtsberater gehabt. Wir hatten zwar einen Anwalt, der mal drüber geschaut hat, aber wir hatten halt keinen technischen Anwalt. Eine einfache Frage. Warum ist Bier so relevant? Also ist das nicht eigentlich Mate oder ein Mischgetränk aus Mate und Bier und nicht Bier einfach? Wenn ich das richtig verstehe, du sagst, dass wenn man es nicht Bier nennt,
dann ist man nicht an das Reinheitsgebot gebunden. Ist das richtig? Ja, das ist die Frage. Es ist nicht so, wenn es den Eindruck erweckt, dass es ein Bier ist zunächst, dann ist die, dann ist das Reinheitsgebot angewandt oder muss angewandt werden. Wenn man es aber einfach Mate nennt oder wenn man es irgendwie was anderes nennt, dann gilt das Brauerei Verein. Dann muss man halt die Erlaubnis kriegen, etwas anderes zu brauen als Bier. Und dann würde es eben nicht um eine, also wenn man um eine Erlaubnis wartet, dann kriegt man extra Kontrolle. Und die ganzen Brauereien können ziemlich vernetzt miteinander sein. Und deswegen geht nicht zu den Brauereien, weil dann fliegst du auf. Und der Brauer, den wir seinerzeit hatten, der hat einfach gesagt, ihr werdet kein Problem haben, nennt es einfach einen Mixdrink. Und dann haben sie halt gesagt, ja, wir machen Bier für euch. Es ist kein Problem, ihr müsst einfach nur ganz viele Hektoliters und aber ich hatte halt kein Kapital, um das zu machen, um 20.000 bis 30.000 Liter zu produzieren. Also klein anzufangen ist das Problem. Okay, wenn da keine Fragen sind, dann ein weiteres vielen Dank.